die für den Verhalten von OER nicht der Weg zur Politik beschäftigt. Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, liebe Studentinnen und Studenten, ein richtiger Montag an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich, eine Großveranstaltung des Ministeriums heute zum Thema Grundschulreform und deren Implementierung und ein wunderschöner Abschluss, die Abendveranstaltung unserer Public Lecture-Serie Streitpunkte der Wirtschaftspolitik in Österreich und in der EU. Ein Thema mit hoher Brisanz, mit hoher Aktualität und ich als Hausherr der Pädagogischen Hochschule bin sehr stolz und darf Sie alle recht herzlich begrüßen. Der eine oder andere, der mit der Pädagogischen Hochschule als sehr junge Institution, wir feiern nächste Woche, diese Woche am 13. unser 10-jähriges Bestandsjubiläum, wird sich fragen, warum veranstaltet eine ehemalige Peter, eine Lehrerinnenbildungsschule, solche Veranstaltungen? Ja, liebe Damen und Herren, wir wollen Außenwirkung erzeugen. Wir haben klar in unserem Positionierungsprogramm für diese junge Institution hineingeschrieben, dass wir natürlich unsere Kerngeschäfte, Lehrerinnen auszubilden, Lehrerinnen vorzubilden, Lehrerinnen weiterzubilden, auch gesellschaftlich relevante Themen aufgreifen und sie mit Expertinnen und Experten, mit Praktikerinnen und Praktikern, aber vor allem im Sinne einer Public Lecture, mit Menschen aus dem Stadtteil, die von außen kommen, hereinkommen in unser Haus, gemeinsam dialogisch diskutieren. Diese heutige Veranstaltung ist für mich in meiner dreijährigen Funktionsperiode hier in diesem Haus ein wirkliches Highlight. Ein wichtiges Highlight, ein wunderschöner Montag. Und ich darf nicht die drei Diskutanten, die drei Experten begrüßen, da stehen wir heute nicht zu. Aber ich darf den Moderator begrüßen, der durch den Abend führen wird, und das ist Dietmar Mascher, stellvertretender Chefredakteur der Oberösterreichischen Nachrichten. Herr Mascher, danke, dass Sie heute da sind und diesen spannenden, neudeutsch gesagt, Job für uns übernehmen. In diesem Sinne, sehr geehrte Damen und Herren, wünsche ich Ihnen und uns einen kurzweiligen Abend. Danke fürs Kommen. Und wer Lust und Laune hat, diese Woche am Freitag feiern wir ein Geburtstagsfest, das auch für alle offen ist. Danke. Vielen herzlichen Dank, Herr Rektor, herzlichen Dank für die Einbegleitung und herzlichen Dank für die Gastfreundschaft und die Einladung in diesem wunderbaren Hörsaal. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich an diesem Abend erschienen sind. Der Zeitpunkt für diese Diskussion könnte kaum besser gewählt sein. Morgen findet der Finanzministerrat statt. Das ist wahrscheinlich der letzte ECOFIN für den deutschen Finanzminister Wolfgang Schäuble, der, ob man das positiv oder negativ sehen will, die Wirtschafts- und Finanzpolitik Europas doch sehr deutlich geprägt hat. Ohne Prognosen abgeben zu wollen und zu können, kommenden Sonntag sind Nationalratswahlen und man kann davon ausgehen, dass die nächste Regierung nicht mehr dieselbe Wirtschaftspolitik macht wie die jetzige. Wenn sie denn überhaupt einmal Politik macht, bei der Zeit ist man eher dazu geneigt, zu sagen, es wird momentan nur bedürftig ein wenig gesprochen. Dieser Abend soll damit auch ein kleiner Beitrag zur Versachlichung oder Reversachlichung der Politik sein. Ich freue mich sehr herzlich, hier drei prominente Diskutanten am Podium zu haben. Ich darf sehr herzlich begrüßen den ehemaligen Vizekanzler und langjährigen Wirtschaftsminister der Republik Österreich, Herr Dr. Rainer Mitterlehner. Schönen guten Tag. Ich auch ganz besonders den langjährigen Herausgeber des Profils und Doyen österreichischen Journalismus, Peter Michaeling, Sie dürfen es. Und last but not least, einen der prominentesten Wirtschaftsforscher Österreichs, Dr. Stefan Schulmeister.
Abend anliegen. Die drei Herren werden jeder ein Impulsreferat halten, um ein bisschen so gleich in die Diskussion zu werfen. Und wir wollen dann darüber diskutieren, auch mit Ihrer Teilnahme und Ihren Beiträgen. Und wir haben uns vorgestellt, dass wir den Abend zwischen 19 und 19.15 beenden, damit auch Sie wissen, wie Sie zeitlich dran sind. Ich konnte den ersten Referenten, der war bis Mai Vizekanzler, Wirtschaftsminister und ÖVP-Obmann und hat an einem Tag alle Funktionen zurückgelegt. Er ist mittlerweile Unternehmer, Berater und etwas von der Politik entwöhnt, wie er mir gestern erzählt hat. Und er war lange Zeit in der Wirtschaftskammer Österreich, also in der Ratssekretärin, zuvor in der Wirtschaftskammer Oberösterreich und hat dann der Johannes Geldorn-Lösung studiert. Ich darf nun Sie mit drin und die Ausführungen. Sehr geehrter Herr Rektor, meine Damen und Herren, liebe Mitdiskutanten, ich freue mich sehr, dass ich heute hier bei Ihnen sein darf. Ich möchte mich erst einmal für das Knappgekommene entschuldigen, aber ich bin ein bisschen verkehrsschädig, ich bin auf keinen Parkplatz gekommen, steht am Polizeiparkplatz. Und auch wenn mein Bruder da der Kriminalpolizei jetzt hoffe, dass das ohne Strafe dann so hingeht. Ich muss sagen, ich freue mich auch, dass ich heute wieder mal bei einer politischen Veranstaltung sein darf, denn was ich bis jetzt seit dem Mai gemacht habe, waren durchaus Veranstaltungen, aber keine politischen Veranstaltungen. In dem Sinne ist es meine erste politische Diskussion seit dem 10. Mai. Werbezeuge haben mich schon darüber gefreut. Insbesondere der Herr Lienz und ich haben miteinander, glaube ich, noch nie diskutiert, aber mit dem Stefan Schulmeister habe ich gerade in der Zeit der Wirtschaftskrise im Jahr 2008 und 2009 durchaus intensiv gegeneinander, miteinander und wie wir es mehr diskutieren, und zwar durchaus eine spannende Frage, wie viel von der Wirtschaftskrise ist eigentlich darauf zurückzuführen gewesen, dass viele in Erwartungshaltungen gehabt haben nach dem Motto Geld arbeitet oder lassen Sie ihr Geld arbeiten und haben also dann Renditen erwartet, die weit über dem Wirtschaftswachstum waren. War unter anderem ein Grund, diese spekulative Geschichte, warum so vieles glasartig entstanden ist. Ist aber nicht jetzt der Mittelpunkt oder steht nicht im Zentrum meiner Ausführungen. Was mir aufgefallen ist, wenn man über europäische und österreichische Probleme oder Wirtschaftspolitik redet, es ist sehr, sehr verwunderlich, dass man überhaupt über zwei Teile redet, so wie wenn es der eine Teil wäre und das andere der andere Teil. In Wirklichkeit leben wir in einem Europa und in Wirklichkeit sollte das, was wir in Europa tun, einigermaßen synchron sein mit dem, was wir in Österreich tun. Weil meine erste gar nicht so eine einfache Feststellung. Das zweite nämlich der Praxis, was Anspruch und Wirklichkeit anbelangt. Das zweite, wenn wir an Europa denken, dann haben wir gerade in den letzten Jahren immer gehört, bei jeder Diskussion, ja, das ist ein Friedensprojekt und das hat uns so viele Jahre lang eine gute Entwicklung gemacht. Aber im Endeffekt, irgendwo wird dieses Friedensprojekt immer matter, was also die Leuchtkraft anbelangt. Und tatsächlich ist es so, und das hat mich sehr beeindruckt, wie wir voriges Jahr eine Präsentationsveranstaltung gehabt haben, bei der auch der Herr Juncker, der Präsident der Kommission, und das war der Herr Schulz, war noch Präsident des Rates, also des Parlaments, die teilgenommen haben, das präsentiert worden, das war eine Angelegenheit, wo junge Leute gewissermaßen 200 Jahre nach dem Wiener Kongress die Probleme und Problemlösungsmöglichkeiten, die die Jugend sieht, im Rahmen der Europäischen Union aufgearbeitet haben. Und das ist unter dem Schutzmantel von ehemaligen Bundeskanzler Franz Walitzki und Kommissar Franz Fischer gestanden. Und eigentlich hätte jeder erwartet, wir haben irgendwo Probleme der Demokratie, Probleme der Migration, die da gerade im letzten Jahr ziemlich im Mittelpunkt gestanden sind, ganz, ganz vorne. Aber wissen Sie, welches Thema die Jugend in allen Projektgruppen und insgesamt am meisten berührt hat? Das war das Thema Digitalisierung. Das ist das, wo die meiste Angst, auf der anderen Seite aber auch die meiste oder größte Hoffnung verbunden ist. Wie geht man mit dem Thema um? Und Digitalisierung hat ja nicht nur Auswirkungen jetzt auf den Wahlkampf und Einfluss, sondern ist natürlich die Frage, wie viele industrielle Revolutionen vorher schon als Frage gehabt haben,
geht es dann nicht um unsere Arbeitsplätze. Und wenn es um unsere Arbeitsplätze geht, werden die Leute natürlich viel kleiner, weil durch die Digitalisierung natürlich die Wertschöpfung anders verläuft und viele konventionelle Berufe nicht mehr diesem Anforderungen so viel gerecht werden, dem halt die Zukunft oder was an Zukunftsnotwendigkeit läuft. Das ist der eine Themenbereich, wo die Streitpunkte durchaus konträr liegen. Ich persönlich, ich habe schon die Antwort, alle industriellen Revolutionen haben dann, wenn sie im Laufen waren, eigentlich eines gebracht, mehr Arbeitsplätze, aber im Endeffekt andere Arbeitsplätze, nicht genau die gleichen. Wer heute schaut, was mit E-Commerce möglich ist, was auf allen anderen Ebenen im Geschäftsbereich an neuen Modellen sich auftut, der weiß, dass es längst nicht mehr die Digitalisierung auf die Produktion, auf die Automatisierung oder anderes beschränkt ist, sondern da sind wir erst am Anfang. Und die Streitfrage ist immer, kann ich dem ausschließen, ob mich von der Unternehmen von der Digitalisierung abkoppeln oder bin ich in dem Zug dabei und ist es für mich zu spät oder ist es für mich nicht zu spät? Warum? Daher würde ich sagen, ist eine der interessantesten Fragen, die und der Schritt ist und da derzeit, wie wir dieses Thema angehen werden. Die zweite Problematik, die wir auch ein bisschen im Vorspann diskutiert haben, ist schon die Frage, wie gehen wir um? Das würde ich sagen, nicht der Publikumsfrage, sondern eher eine Expertenfrage, eine Ministerfrage. Wie gehen wir um mit der Verschuldung in Europa? Wie gehen wir um mit der weiteren Entwicklung, was Budgets und anderes anbelangt? Die Griechenlandfrage hat letztes Jahr vielleicht nicht mehr die Bedeutung gehabt, ist durch Migration und andere Themen ersetzt worden. Aber im Endeffekt ist die Frage, haben die Amerikaner recht, vor allem die amerikanischen Wirtschaftsexperten, das haben Verschuldung im Großen und Ganzen ist das Problem, und hat eher der Herr Schäuble recht, der eigentlich die EU-Diktion einigermaßen durchgesetzt hat mit Abstrichen, dass man halt die Budgets in Ordnung bringen muss und insbesondere auch das griechische Budget, zumindest langfristig. Die EZB in dem Zusammenhang führt eigentlich eine Politik vor, die wir vorher nicht gehabt haben, was die ganzen Anleihen und Käufe in dem Zusammenhang anbelangt, oder die Verschuldungsfähigkeit in dem Bereich der EZB ist ja nach oben unbegrenzt. Ich glaube, eine ganz interessante, so eine fachliche Frage, da wird der Herr Schulmeister beispielsweise wesentlich kompetenter sein. Aber im Endeffekt, warum ist die Frage interessant? Weil es natürlich auch eine Frage ist, wie gestalte ich die gesamte Politik der EU? Müsste ich jetzt eigentlich diesen in der Budgetpolitik mehr Mitsprachemöglichkeiten als auf der gesamten europäischen Ebene haben? Im Endeffekt, was wir da mit europäischen Semestern, mit Einblick in die Daten, mit anderen Dingen haben, ist ja der Weg eigentlich vorgezeichnet und geht man den Weg. Und Macron geht ja sogar jetzt noch etwas weiter, denn im Endeffekt ist genau das die Problematik der EU. Immer Gemeinsamkeit vorgeben, aber auf der anderen Seite, wenn es um Detailumsetzungen geht, wird es schwierig. Schwierig wird es, auch im Detail jetzt, was die Steuerpolitik anbelangt, neue Überlegungen, was die Mehrwertsteuer betrifft und anderes mehr. Also da auch, was die konkrete Umsetzung anbelangt, ob das ein gutes Modell ist, das jetzt vorbereitet wird, muss man sicherlich noch aussteigen. Ich würde aber auch in Detail mit eingehen, denn im Endeffekt komme ich da natürlich auch immer näher ins Österreich. Und auch in Österreich habe ich eigentlich ja genau die gleiche Problematik. Wir gehen in Österreich mit einem Thema um, und das ist das Hauptthema, was die Bürger anbelangt, Arbeitsplätze. Also im Endeffekt möchte jeder auch in Zukunft Arbeitsplätze nicht nur gesichert haben, auf der anderen Seite neu entwickelt, dass eine gute Zukunft. Aber wenn wir uns ehrlich sind, jetzt erfreulicherweise hat es die Regierung geschafft, die Schere zu nehmen, durch bestimmte Investitions- und Konjunkturförderungsmaßnahmen, dass die Arbeitslosigkeit zurückgeht und kaum nutze das wirklich. Beim Wirtschaftswachstum von rund 2,5% sagen ja Experten, es geht dann auch die Arbeitslosigkeit wirklich spürbar zurück, aber kaum ist diese Entwicklung da, dass die Arbeitslosigkeit entsprechend zurückgeht, dann ist die nächste Frage, haben wir genügend qualifizierte Arbeitsplätze? Und wenn Sie die Problematik anschauen, eigentlich fördern es darum, deutsche qualifizierte Fachkräfte. Also die Geschichte ist ein zweischneidiges Schwert und da haben wir genau eigentlich auch andere Tendenzen. Dennoch sind da Fragen im Streit auch in Österreich. Sie haben es gesehen, im Endeffekt, wie geht man mit den Sozialpartnern um, bindet man die ein, werden die mehr oder weniger degradiert zur Interessenvertretung, die halt Begutachtung entscheiden dürfen. Und das ist jetzt auch eine zentrale Thematik im Laufen, die heißt Angleichung von Arbeitern und Angestellten. Ich finde, das ist ein wunderbares Thema.
Aber ein wunderbares Thema, ein Papier zu haben, wird es nicht sein. Sondern die Frage ist, wenn ich dann den gleichen Titel haben sollte, wenn der schnell beschlossen war nächste Woche, Arbeiter, Angestellte sind gleich, dann wird der Arbeiter, der bisher Arbeiter war, sondern was kriege ich jetzt dafür, wenn ich Angestellter bin? Im Endeffekt möchte ich einen höheren Lohn. Und ich möchte auch, was die Kündigung anbelangt, dieselben Fristen haben wie die Angestellten und bei der Entgeltfortzahlung das Gleiche. Wir haben dann diskutiert über einen Kostenschub für die heimische Wirtschaft, wo die Frage ist, ob das dann zu mehr Produktivität dann führt und besserer Motivation oder ob das nicht eigentlich eine riesige Belastungswelle sein könnte. Und das ist die Frage dann, soll das jetzt das Parlament beschließen, soll das die Wirtschaftspolitik von der Regierung in den Themenbereich beschrieben werden oder müssen das nicht eigentlich die Sozialpartner aushandeln? Genauso Themenbereiche wie Flexibilisierung, wo wir hinten raus sind, dass die Rolle der Sozialpartner an sich in Frage stellt, machen die Sozialpartner in Österreich in der Wirtschaftspolitik noch die richtige Dynamik? Eine Frage, und eine zweite Streitfrage ist natürlich die immer beherrschende Frage, ist die Aufteilung dessen, was wir in der Volkswirtschaft, der Wirtschaft und des Kuchens, ist sie gerecht? Ist es gerecht, wie wir es haben, oder verdienen die einen zu viel, was wir von manchen Parteien hören, und verdienen die anderen zu wenig? Wie geht es mit der Verteilung in einem Land, wo eigentlich Vermögenssteuern keine da sind, Verkaufssteuern, ja, wie geht man da auch mit einer kommenden Steuerreform? Und ich bin jetzt kein Prophet, aber ich kann Ihnen sicher sagen, meines Erachtens wird die Frage der Steuerreform, Entbürokratisierung sagt eh jeder, aber es wird schwierig dann umzusetzen. Die Frage der Steuerreform, das wird der zentrale Aspekt werden in den nächsten Monaten. Du bist schwer, dass ich wirklich erzähle, dass man 14 Milliarden so hoch einspart, denn da bin ich bei einem auch Faktor der Politik in Österreich, generell nicht nur der Wirtschaftspolitik. Sie können heute eigentlich nur noch immer mehr desselben oder ein bisschen was anderes machen, aber Sie werden niemanden gewinnen in dem Land, der Ihnen sagt, ich verzichte mal für ein paar Monate, ein paar Tage auf irgendwas, weil ich glaube, dass damit die Wirtschaft oder das gesamte System besser insgesamt funktioniert. Also es gibt kaum, nicht nur bei uns, Politiker, irgendwelche strukturellen Veränderungen, die auch mit Nachteilen für den verbunden sind, durchsetzen können. Und Sie werden sehen, bei der Steuerreform wird die einzige Frage, die Medien und andere beherrscht, die sein, wer gewinnt, wer verliert. Und Sie können sicher sein, die Gewinner haben nie was davon gehört, Steuerreform, und die verlieren werden, weiß nicht, ob einige Richter jetzt im Publikum sitzen, aber ich glaube, die haben mit 7 Euro auf die Lebensarbeitszeit aufgerechnet, haben eine Demonstration gemacht. Das ist in Österreich, dass sie niemand einen Cent rechnen. Wäre zusammengefasst, das wäre interessant, jetzt noch andere Fragen anzusprechen, aber ich möchte die Diskussion auch nicht so sehr jetzt mit Themen wie TTIP oder anderen belassen, gibt es noch mehrere wirklich tolle Schreibfragen, oder wie wäre überhaupt die Ausweitung der Europäischen Union durch Tempo, Währungsunion, andere Fragen, sind also auch vielleicht diskutieren wir es dann mit dem Publikum, aber aus meiner Sicht ist der zentrale Aspekt der Wirtschaftspolitik in Österreich, aber auch in Europa, gelingt uns, die Maßnahmen zu setzen, die dem Publikum, den Wählerinnen, Wählern, den Bürgern Arbeitsplätze, Wohlstand und damit auch eine bestimmte Zufriedenheit garantieren. Und alles, was damit im Zusammenhang steht, das ist es, was wir einfach gemeinsam lösen müssen, mit der Union, in der wir sind und nicht gegeneinander. Und das wird uns, glaube ich, auch eine gute Zukunft bescheren. Dankeschön. Dankeschön, Herr Mitterrand, da haben Sie schon einige Punkte angesprochen, über die wir vielleicht noch ausführlicher diskutieren wollen. Kommen wir zum nächsten Redner des Abends. Er ist einer jener Journalisten, mit dem ich aufgewachsen bin. Also das, sein Leitartikel im Profil war für mich als 18-Jähriger immer Pflichtlektüre. Er war davor bei der Arbeiterzeitung im Kurier als Kriegsreporter unter anderem auch aktiv, war dann lange Zeit Herausgeber und Chefredakteur des Profils, im Anschluss daran Chefredakteur der Wirtschaftswoche in Österreich, dann nach dem Standard, und schreibt bis heute Kolumnen bis Mai im Profil und jetzt wöchentlich im Falter. Herr Lingens, ich darf Sie um Ihre Ausführungen ersuchen. Ja, also ich glaube, dass das große Problem der Politiker, gute Politik zu machen, im Moment darin besteht,
dass die Ökonomen völlig unterschiedliche Ansichten darüber haben, was gute Wirtschaftspolitik ist. Ich beginne mal bei der Digitalisierung, wo der Herr Minister Mitterrehner meint, die schafft Arbeitsplätze. In Deutschland ist gerade eine große Studie erschienen, die sagt, etwa 35% der Arbeitsplätze gehen verloren. Da ist es sehr unterschiedlich, wie man reagiert. Wenn die Digitalisierung Arbeitsplätze schafft, ist das Problem ein geringes. Wenn das absolute Gegenteil davon richtig ist, dann schaut das Problem ganz anders aus. Und solche diametral entgegengesetzte Meinungen zur Wirtschaftspolitik haben wir überall. Ein bekanntes Thema ist das Sparen. Unser Finanzminister Schelling ist mit dem deutschen Finanzminister einer Meinung, dass der Staat sparen soll und dass er die Schulden dringend möglichst schnell abzahlen soll. Dem steht von den deutschen Wirtschaftsweisen, mit denen er sich berät, sind vier derselben Meinung. Dem steht ein fünfter Wirtschaftsweiser gegenüber, Professor Bofinger, der sagt, das ist das Dümmste, was man machen kann. Das ist blödsinnig, dieses Wort hat er dafür gebraucht. Dem stehen zwei Nobelpreisträger zur Seite, die auch sagen, die Sparpolitik ist blödsinnig. Wie soll sich der Politiker zwischen diesen beiden diametralen Ansichten entscheiden? Wenn Sie wiederum, Deutschland hat diese Sparpolitik nicht nur für sich zur Maxime gemacht, sondern sie hat sie ganz Europa verordnet und sagt, das ist wunderbar, auf diese Weise sanieren wir Europa, weisen auf die Erfolge hin. Dem steht wieder gegenüber beispielsweise Bofinger, aber auch sämtliche angelsächsischen Ökonomen, die sagen, das Gegenteil ist der Fall. Europa hat im Zuge dieser Sparpolitik lauter Probleme eingeheimst. Es hat sich eine Spaltung zwischen dem Norden und dem Süden ergeben, wobei zu diesem Süden selbst schon Frankreich gehört. Diese Länder werden an dieser Politik oder erleiden jetzt schon die größten Probleme an dieser Politik. Daraus resultieren die Erfolge von Le Pen und jetzt in Italien der Fünf-Sterne-Bewegung. Wenn man das weitermacht, kann daran Europa zugrunde gehen. Das sind wiederum diametral entgegengesetzte Ansichten zu diesem Thema. Wir können das aber auch auf Österreich beziehen und in einem sehr kleinen Bereich anschauen. Wir haben die Ansicht des Herrn Kern, der sich stützt auf die Ökonomen der Bundeswirtschaftskammer, der sagt, Österreich ist in einem abgesandelten Zustand. Das hat die rot-schwarze Regierung getan. Dann haben wir, Entschuldigung, Herrn Kurz, der das sagt, Verzeihung. Dann haben wir den Herrn Kern, der das Gegenteil sagt und sagt, die Wirtschaft ist eigentlich in einem sehr guten Zustand. Österreich ist nicht abgesandelt, sondern hat ganz im Gegenteil den bisherigen Abstand zum Durchschnitt Europas vergrößert, hat einen Beschäftigungsrekord und die erhöhte Arbeitslosigkeit beruht vor allem darauf, dass wir mehr Ausländer aufgenommen haben, die eine höhere Geburtenrate haben. Also eine vollkommen gegensätzliche Ansicht. Ich habe zu allen diesen Fragen eine persönliche Meinung. Hinweisen möchte ich nur auf diese spezifische Problematik. Die Politiker
können im Moment nicht sagen, das ist der ökonomische Mainstream, das ist die Mehrheit der Ökonomen oder eine klare Mehrheit der Ökonomen sagt das oder jenes, sondern sie muss sagen, die sprechen das Gegenteil voneinander. Das geht bis hin zur Flexibilisierung, weil Sie die angesprochen haben. Da gibt es die Meinung derer, die sagen, die Flexibilisierung ist eine dringende Strukturreform. Und da gibt es die umgekehrte Meinung derer, die sagen, die Flexibilisierung ist ein Weg, um die Löhne zu dämpfen. Und das Dämpfen der Löhne wird die wirtschaftliche Situation schwierig machen. Ich sage jetzt, ich könnte für beides Untersuchungen anführen. Es gibt soeben eine, die die OECD gemacht hat, die ursprünglich belegen wollte, dass die Flexibilisierung ein besonderer Vorteil ist. Die hat sie nämlich gefordert. Und bei der Untersuchung ist herausgekommen, in den Ländern, in denen die Flexibilisierung durchgeführt wurde, ist die Wirtschaft langsamer gewachsen. Also es gibt unglaubliche Probleme, die die Ökonomen in meinen Augen lösen müssten, und nur wenn diese gelöst haben, dann kann der Politiker darauf vernünftig reagieren. Und damit übergebe ich einem Ökonomen. Und als Letzter kann ich gleich darauf eingehen und brauche ja nicht über das reden, was ich mir so vorbereitet habe. Herr Mitterlehner hat sozusagen auf kontroversielle Einschätzungen etwa der Folgen von Sparpolitik oder der Folgen von Digitalisierung hingewiesen, und Herr Lingens hat das noch vertieft, indem er gezeigt hat, dass eben die Wissenschaft hier gänzlich unterschiedlicher Meinung ist und gewissermaßen der Politik keine Orientierung vorgibt. Das ist allerdings kein Zufall, denn in den Wirtschaftswissenschaften ist das Verhältnis zwischen Theorie und Realität ein äußerst prekäres. Warum? Weil eine Theorie die Realität verändert. Wenn ein Astronom den Lauf der Gestirne analysiert, wird seine Analyse den Lauf der Gestirne nicht verändern. Wenn sie eine ökonomische Theorie durchsetzt, dann verändert sie ihr Objekt, die Realität. Einfaches Beispiel, in den 50er und 60er Jahren dominierte eine Theorie, wenn auch sehr vereinfacht, die auf den englischen Ökonomen Keynes zurückging, der sagte, zum Beispiel, man muss die Finanzmärkte grundlegend anders behandeln als die Gütermärkte, im Wesentlichen strikt regulieren. Und der Staat soll eine aktive Rolle spielen, nicht nur zur Konjunkturstabilisierung, sondern auch zur Verbesserung der Wachstumsbedingungen und letztlich auch zur Stärkung des sozialen Zusammenhalts, Stichwort Sozialstaatlichkeit. In den letzten 40 Jahren dominiert eine Theorie, die die Gegenposition einnimmt und sagt sozusagen, der Staat soll sich eher mehr zurückziehen aus der Wirtschaft, mehr privat, weniger Staat, insbesondere weniger Sozialstaat. Warum? Weil der Mensch seinem Wesen nach nur ein Individuum ist, nur ein rationales Wesen ist und nur ein eigennütziges Wesen ist. Das sind die drei Grundannahmen oder das Menschenbild der herrschenden Wirtschaftstheorie, und aus dem kann man dann ableiten, dass freie Märkte immer zu optimalen Lösungen führen, und daraus wird wieder abgeleitet, zum Beispiel eine Schuldenbremse. Das wird zu wenig verdeutlicht, und da würde ich wirklich meinen Berufsstand sehr kritisieren, wie eng der Zusammenhang ist zwischen einem scheinbar abstrakten Gebilde, allgemeine Gleichgewichtstheorie, und dann den ganz handfesten Vorgaben für die Politik. Und natürlich hat Lingens recht, dass hier kein Konsens besteht. Das wirkliche Problem sehe ich aber darin, dass die Wirtschaftswissenschaftler
viel zu wenig über ihre eigene gesellschaftliche Rolle reflektieren. Also sozusagen darüber nachdenken, was haben unsere Empfehlungen eigentlich bewirkt. Das einfachste Beispiel, es gibt in Sachen Arbeitslosigkeit eine Hauptempfehlung. Die lautet, die Arbeitsmärkte müssen dereguliert werden und wenn die Arbeitslosigkeit hoch ist, müssen eben die Löhne und das Arbeitslosengeld gesenkt werden. Therapie 1. Staatsverschuldung, da lautet die Therapie, Lingens hat es ja schon gesagt, basierend auf der Vorstellung, der Schuldner ist schuld, dass eben der Schuldnerstaat dann sparen muss. Soweit zwei Therapien. Schaut man jetzt für die letzten 10 Jahre das Ergebnis an, dann ist das an sich vollkommen desaströs. Denn je mehr die Länder gespart haben, desto stärker ist die Staatsverschuldung gestiegen. Am meisten in Griechenland, am zweitmeisten in Spanien und Portugal, aber auch in Großbritannien hat sich die Staatsschuldenquote verdoppelt in 8 Jahren. Das ist eine Leistung. Ja? In den Ländern, wo nicht gespart wurde, ist die Staatsverschuldung viel weniger gestiegen. Oder Beispiel Arbeitslosigkeit, dort wo man die Löhne massiv gesenkt hat, ist die Arbeitslosigkeit komplett nach in die Höhe gegangen. Mittlerweile ist in Griechenland ein vollkommen flexibilisierter Arbeitsmarkt. Das heißt, sie haben halt jetzt Leute, die nicht mehr das Existenzminimum verdienen, die Unternehmen können machen, wie sie wollen. Es gibt keine Kollektivverträge mehr, aber sehr toll schaut die Beschäftigungslage nicht aus. Sie stoppen mich, weil das ist ein Thema, das mich schon auch irgendwo emotionell nach wie vor auflädt und dann neigt man vielleicht dazu, zu lange zu sprechen. Wo ich nicht der Meinung von Lingens bin, ist, dass es nicht so etwas wie ein Mainstream gibt. Im Gegenteil, ich habe es versucht anzudeuten, der Kampf um die sogenannte Wahrheit und die Wirtschaftswissenschaften, eine solche Wahrheit kann prinzipiell nicht existieren. Übrigens existiert eine Wahrheit auch nicht in den Naturwissenschaften, das sind völlig Illusionen. Ja? Das weiß jeder Physiker, der Newton war mal wahr. Der Einstein war mal wahr, jetzt weiß man nicht mehr, oder die Physiker sind schon so gescheit und sagen, wir können gleichzeitig zwei einander widersprechende Theorien verwenden, weil sie unterschiedliche Phänomene besser erklären. Ich würde ins Detail gehen, Quantenmechanik oder Gravitätstheorie widersprechen einander. Das ist aber für einen vernünftigen Menschen, also das ist für mich ganz naheliegend. Wenn man sagt, für gewisse Phänomene setze ich diese Brille auf, Theorie ist nur Brille. Eine Welt anschauen, eine Vorstellung. Theorien sind keine Wahrheit. Ja? Theorien sind, wie man sich vorstellt, wie die Dinge zusammenhängen könnten. Und das Einzige, was uns weiterhelfen kann, mit mühsamer Arbeit ist letztlich doch die Empirie. Dass man dann schaut, ja bitte sehr, und der heutige Nobelpreisträger in Wirtschaftswissenschaft, das war wieder Richard Thaler, hat ihn dafür bekommen, dass er nachgeschaut hat, ist denn die Grundannahme der herrschenden Theorie, dass der Mensch im Wesentlichen ein rationaler Egoist ist, richtig. Und das ist eher zum Ergebnis kommen wie viele andere Verhaltensökonomen, dass das vollkommen falsch ist. Ja? Und nur der Weg von dieser mikroökonomischen Einsicht vom Menschenbild zur Aufgabe so sinnloser Regeln wie der Schuldenbremsen, das ist sinnlos, wie mir so stark gedeutet, ja. Der Weg kann nur über oder wird wahrscheinlich über ganz schwere Wirtschaftskrisen gehen. Letzte kleine Anmerkung, was sind denn die freiesten Märkte, was sind denn die idealsten Märkte? Also jene Märkte, die den Prototypen der Gleichgewichtstheorie am nächsten kommen. Das selbstverständlich die Finanzmärkte. Minimale Transaktionskosten, jeder kann mitspielen. Auf der ganzen Welt wird gleichzeitig gehandelt, über das Internet, überall können Sie frei. Und jetzt schauen Sie sich die Preisdynamik auf den freiesten Märkten an. Die sind manisch-depressiv krank. Sie haben manische Phasen, das nennen die Trader-Bull-Markt, da steigen die Aktienkurse 3-4-fach, dann haben depressive Phasen, dann gibt es einen Bärenmarkt. Aber glauben Sie, dass die Wirtschaftswissenschaft bisher irgendwo grundlegend nachgedacht haben, was ist mit unserer Theorie, wenn die freiesten Märkte verrückte Preise produzieren? Das war eine Hauptbotschaft von Keynes. Und diese Botschaft haben auch die Keynesianer sofort verdrängt.
Warum? Wenn man die Botschaft annimmt, dann kann man die ganze Gleichgewichtstheorie weghaben. Was meine Meinung ist. Wenn wir jetzt empirisch das Gleichgewicht beobachten wollen, empfehle ich Ihnen einen Besuch am Zentralfriedhof. Lebendige Systeme sind nie im Gleichgewicht, wir haben immer unsere Zyklizitäten. Da ist mir dann ein Herr Hay von der österreichischen Schule viel lieber als sozusagen diese marktreligiösen Ökonomen. Aber mir ist es wichtig, diese scheinbar abstrakten Theorien haben unser konkretes Leben wirklich schwer gemacht und drohen Europa. Ja, da kann noch schönes passieren. Aber also. Vielen Dank, Herr Schulmeister. Vielen Dank für die erste Runde, die gleich einige Themen aufwirft und der Mieterin hat sich schon zu Wort gemeldet, um darauf zu reduzieren. Ja, also das ist eine dringliche Notwendigkeit, aber ich wollte schon ein bisschen reflektieren auf das Wort, insbesondere was der Herr Schulmeister angesprochen hat, weil ich finde im Endeffekt, die Wirtschaftspolitik ist in den letzten Jahrzehnten schon sowieso immer eher pragmatisch vorgegangen, nicht nach rein theoretischen Idealen. Beispiel Nummer 1, Sie haben gesagt, wenn ich marktwirtschaftlich denke und nach Gleichgewichtsideen vorgehe, dann müsste in Zeiten der Arbeitslosigkeit einfach die Löhne senken und die Arbeitslosenunterstützung absenken. Dann sozusagen wieder mehr Balance. Also machen wir und haben wir immer noch. In Griechenland schon. Wie? In Griechenland schon. Da in Spanien. In Griechenland ist das Heimat der Wertschöpfung ein anderes, weil ich damit ja keine Konkurrenzfähigkeit mehr gehabt habe. Und natürlich, wenn ich dann Löhne und auf der anderen Seite Pensionen habe, die nicht dem Markt entsprechen, und ich habe Nachbarländer wie Bulgarien und andere, dann ist es schwer, dass man dort irgendetwas ins Gleichgewicht bringt, wenn ich dabei irgendwer mal auf was verzichten möchte und sozusagen bei den wirklichen Marktkonditionen angeht. Aber nein, gehen wir jetzt auf Österreich hin und auf die österreichische Wirtschaftspolitik. Wir haben im Jahr 2009, wie die Krise da war, eher nach Keynes, auch die Inflationsforschung, uns ausgerichtet und haben im Wesentlichen was gemacht. Wir haben Geld in den Markt gegeben, die automatischen Stabilisatoren geöffnet, was jetzt die gesamte Arbeitsmarktpolitik anbelangt, nichts nach oben gesehen, sondern eher nach oben stabilisiert, damit Vertrauen in den Markt gebracht und im Endeffekt die Krise wirklich gut bewältigt. Warum? Weil die Mitarbeiter in den Unternehmen gehalten wurden, sie eigentlich hätten sie entlassen werden müssen oder können degradiert werden müssen. Und jeder hat überlegt, wenn die Konjunktur anstrengt und durch geschulte Mitarbeiter brauchen neue nicht aufbauen. Das Problem an der Kenntnis, die ja wirklich in der praktischen Umsetzung war, dass in Österreich niemand daran gedacht hat, in dem Jahr 2012, 13, 14, wann auch immer, wieder mal die Rückzahlung und damit das in Gleichgewicht bringen, zu veranlassen. Und ich finde, unser Budget ist in dem Bereich relativ schon strapaziert. Also wir haben insgesamt 14 Milliarden für Konjunkturmaßnahmen ausgegeben, die eigentlich teilweise unberücksichtigt sind. Zum Zweiten, ja, die Politik, wenn sie die auf die Wirtschaftsexperten verlassen und vor allem auf die Theoretiker, bin immer eigentlich hinten nach der Boden, weil wir Ex-Post-Erklärungen, aber nicht das, was wir in der Zukunft brauchen. Selbst bei den Prognosen war es so, dass heuer im Dezember, also heuer ist gut, im letzten Jahr 2016 im Dezember, beide Institute, wie vom IHS gesagt, in Österreich wird die Arbeitslosigkeit zunehmen. Die Regierung hat sich dann vorgenommen, die Arbeitslosigkeit muss gesenkt werden. Und ich finde, braucht natürlich die Weltkonjunktur, die hat uns da geholfen, aber auf der anderen Seite waren die investitionsschützenden Maßnahmen, wo sie alle aufgeregt haben, die Unternehmen, dass die 90 Millionen zu schnell weg waren und anderes mehr, waren insofern stimulierend, weil unabhängig, ob man das Geld jetzt da mitnehmen konnte oder nicht, hat sich fast jeder Unternehmer mit Investitionen beschäftigt. Und die Investitionsquote ist an sich dann auch angestiegen und die Arbeitslosigkeit sinkt in den letzten Monaten. Jetzt würde ich das nicht überbewerten, aber im Endeffekt, ich würde mir nicht unbedingt das nur auf die Prognosen von irgendeinem Verlassen, also nicht bei den kommenden Wahlen verlassen, sondern da die eigenen Aktivitäten setzen. Und wenn der Herr Linnes angesprochen hat, was ist jetzt richtig? Ja, na klar, es muss immer ins Bild der Politik passen. Wenn ich gewählt werden will und sage, eigentlich ist alles okay, dann wird der Wähler wahrscheinlich sagen, naja, werden wir nicht den Wechsel machen. Es muss ja ein ziemlich dramatisches Bild erzeugen, damit der Wechselstimmung entsteht. Und der,
Gesundheit sozusagen agiert und regiert, eigentlich sind die Voraussetzungen und die Gegebenheiten gar nicht schlecht. Natürlich sagen wir allem, was zu tun ist, weil Österreich muss in vielen Bereichen reformiert werden, im Wesentlichen, und das ist, da bin ich halt bei den Fakten und bei den objektiven Gegebenheiten, die ich nachprüfen kann, so was das Wachstum anbelangt, haben wir erwachsen, besser als in Deutschland. Die Arbeitslosigkeit geht nach unten, die Exportquote ist die zweithöchste, die wir jemals erreicht haben, die höchste, die wir erreicht haben, die Forschung und Entwicklungsquote geworden ist, ist die zweithöchste in Europa. Und immer unter dem Abstrich, es muss noch sehr viel getan werden, ist logisch, aber im Endeffekt dort muss man meines Erachtens ansetzen. Und das andere bei den Studien, Digitalisierung, hier ist die deutsche Studie, oder sind deutsche Studien auch bekannt, es gibt solche Studien und andere Studien. Aber im Endeffekt ist doch die Erfahrung aus der Vergangenheit auch nicht schlechter, wie wir für die Zukunft lernen. Jede industrielle Revolution hat diese Befürchtung ausgelöst, ob das jetzt die mechanische war, die elektrische oder was immer, die ganze Automatisierung als Revolution, im Endeffekt nachher waren es immer mehr Arbeitskräfte. Aber natürlich, wenn ich nur die Botschaft richtig verstehe, wenn ich nichts tue und jetzt suche ich das auch mit weniger Arbeitskräfte, werde ich weniger lernen. Aber in dem Augenblick, wo ich anstelle, ich kann mich erinnern, weil ich das Beispiel E-Commerce angesprochen habe. Wir haben Veranstaltungen gehabt mit Unternehmen, mit Händlern, die haben immer gemacht, immer gemeint, E-Commerce ist nur was für Amazon und Alibaba und irgendwen. In Wirklichkeit, auch wenn ich haptisch irgendwas angreifen möchte, muss jeder, der Erfolg hat, will in der Zukunft als Händler auch den Teil mitnehmen und das sozusagen auch entsprechend anbieten. Deshalb, jetzt weiß jeder, wo vor 5 oder 10 Jahren nichts für die brauche ich nicht. Das in dem Sinne, also die Praxis ist manchmal gar nicht so schlecht aus meiner Sicht und wenn dann unsere Wissenschaft irgendwie dann auch noch theoretisch untermauert, okay. Sie haben mir da in Ihrem Referat die Problematik mit Widersprüchlichkeiten der Wirtschaftspolitik und Herausforderungen dargestellt und haben gesagt, Sie haben durchaus Ihre eigene Meinung dazu, die würde mich jetzt interessieren. Also ich möchte mal auf die Sparpolitik eingehen. Ich bin Ihrer Meinung, dass Österreich die Wirtschaftskrise besonders gut überwunden hat. Wir haben damals weniger Wachstum eingebüßt und weniger zusätzliche Schulden gehabt als alle anderen Länder in Europa. Das ist eine großartige Leistung, übrigens vollbracht von jenen Sozialpartnern, die wir jetzt abschaffen wollen. Die haben sich damals auf dieses Paket geeinigt. Und jetzt kommt die Zeit danach und ich behaupte, diese gute Entwicklung ist durch die falsche Sparpolitik unterbrochen worden und da ist verhindert worden, dass wir uns und vor allem auch alle anderen Länder besser entwickeln. Ich will versuchen, das jetzt auch theoretisch zu untermauern. Also, wenn ich in der Wirtschaft Wachstum haben will, dann muss ich mehr verkaufen. Damit ich mehr verkaufen kann, muss mehr eingekauft werden. Anders geht das logisch nicht. Wenn ich nun eine Situation habe, wer kann einkaufen? Einkaufen können die Konsumenten, einkaufen können die Unternehmer, nämlich Maschinen, die Konsumenten waren und kann der Staat, zum Beispiel indem er Straßen baut oder irgendetwas anderes macht, dazu muss er ja auch jeweils einkaufen. Wenn Sie nun eine wirtschaftliche Situation haben, und das war in der Krise so, in der die Konsumenten nicht einkaufen, weil sie eher das Gefühl haben, na, ich bin ein bisschen vorsichtig. Wenn Sie gleichzeitig eben deshalb bei den Unternehmen eine Situation haben, wo die sagen, na, ich werde jetzt nicht meine Kapazitäten erhöhen in einer Zeit, wo die Konsumenten ja weniger oder jedenfalls nicht mehr einkaufen. Das heißt, in dieser Situation werden auch die
Unternehmer nicht mehr einkaufen. Die Investitionen, von denen Sie sprechen, sind die ganze Zeit über extrem niedrig gewesen, bei allen Unternehmen. Wenn dann auch noch der Staat sagt, ich kaufe auch weniger ein, denn ich muss sparen, dann ist es Mathematik. Es ist nicht Wirtschaftstheorie, es ist Mathematik, dass die Wirtschaft nicht wachsen kann. Also Sie können keinen Verkauf haben, ohne dass Sie einen Einkauf haben. So, jetzt gebe ich wieder an den Ökonomen weiter und der kann jetzt sagen, ob das unsinnig ist oder ob das doch eine gewisse Substanz hat. Das ist sicher nicht unsinnig. Ich versuche nur, irgendwie zu erklären, warum Ökonomen das gleiche Phänomen vollkommen divergierend interpretieren. Also welche Brille haben Sie auf? Brille ist Theorie, dass Sie zu so völlig verschiedenen Diagnosen kommen. Und was Herr Lingens gerade angesprochen hat, ist eben die systemische Theorie, dass man sich überlegt, jede Ausgabe ist die Einnahme eines anderen, jede Forderung entspricht eine Schuld oder, ich glaube, ich kann in seinem Sinne diesen Gedanken fortführen, jeden Überschuss muss dem Defizit entsprechen. Und wenn jetzt zum Beispiel die privaten Haushalte prinzipiell sparen, also private Haushalte in ihrer Gesamtheit legen einen Teil sozusagen, geben sie auf die Bank, also haben die Haushalte immer Überschüsse. Und in jedem geschlossenen System muss es einen anderen geben, der das Defizit hat. Wenn der Kapitalismus funktioniert, dann ist die Defiziteinheit natürlich der Unternehmenssektor. Simpel gesprochen, die Haushalte tragen ihr Geld zur Bank, die Unternehmerinnen sparen, sagen ja mit dem Investitionskredit. Und der Staat hat dann ausgegeben in einem Haushalt, ohne dass irgendwas machen muss. Weil sozusagen das Defizit, das dem Überschuss der Haushalte entspricht, das haben schon die Unternehmer gemacht. Das ist die Welt der 50er und 60er Jahre. Aber was passiert, wenn die Unternehmer sagen, wir brauchen eigentlich keine Kredite? Dann kriegen wir ein systemisches Problem, weil die Haushalte sparen weiter, aber die Unternehmer machen keine Defizite mehr. In ganz Europa ist der Unternehmenssektor ein Überschusssektor geworden. Das müssen Sie sich dafür zum Zergehen lassen. Die Unternehmer nehmen in ihrer gesamten nicht mehr Kredite auf, sondern sie bieten Finanzkapital. Also jetzt haben wir die Haushalte Überschüsse und die Unternehmer Überschüsse. Dann gibt es nur mehr eine Rettung. Das Ausland. Wenn es Ihnen gelingt, im Ausland ein Riesendefizit anzuhängen, das nennt man das die Leistungsbilanz. Also Deutschland hat zum Beispiel so gigantische Überschüsse gegenüber dem Ausland, dass es dem deutschen Staat möglich ist, einen ausgeglichenen Haushalt zu haben, obwohl die deutschen Unternehmen und Haushalte Überschüsse haben. Das ist aber keine systemische Lösung. Weil damit Deutschland das schaffen konnte, brauchten sie Südeuropa. Sie brauchten die Defizite der Südeuropäer. Was mich so unendlich empört, ist, dass 2008 Deutschland sagte, ihr habt über eure Verhältnisse gelebt. Der Hauptprofiteur dessen war Deutschland, weil eben die Südeuropäer brav deutsche Produkte kaufen haben. Aufgrund, ja, Problem, keine Frage. Ist dieses Ungleichgewicht in den sogenannten Bestandsgrößen, also Forderungen, Verbindlichkeit, also die Südeuropäer haben Schuld gehabt, die Deutschen haben die Forderungen gehabt und gesagt, so jetzt geht es uns zahlen. Das ist unmöglich. Ja, deswegen ist das ganze System in Süden kollabiert. Aber da bin ich allzu lange, ich will diesen Gedanken nahebringen, den Herr Lingens ja schon wirklich sehr klar zu dem er hingeführt hat. Ja? Dass in systemischer Betrachtung der Satz, der Staat ist an seiner Schuld, ein absoluter Schwachsinn. Nicht ein absoluter, weil da hat eben der Ruf ja völlig recht. Das ist irreparabel. Es ist aber vollkommen verankert in der Wirtschaftstheorie, die eben nicht, wie der Herr Lingens, den systemischen Aspekt beleuchtet, sondern die herrschende Ökonomie setzt einfach eine völlig andere Brille auf,
Das nennt man die mikroökonomische Brille. Das heißt, ich schaue nur auf einzelne Märkte, der Biermarkt in Linz und der Arbeitsmarkt für Textiltechniker in das Mühlviertel oder was auch immer. Und aus der Mikrosicht sagen Sie, der Preis allein kann alles schaffen. Wenn wir flexible Märkte haben, dann wird eben über den Preismechanismus überall Ausgleich geschaffen. Wenn also die Textilarbeiter arbeitslos sind in der Mühlviertel, dann müssen sie eben billiger werden, dann werden die Unternehmen mehr Textilarbeiter kaufen. Und wenn, etc. Sie kommen mit zwei verschiedenen Brillen zu völlig verschiedenen Diagnosen. Aber was mich so empört, ist, dass man nach 40 Jahren einer solchen vertrottelten Wirtschaftstheorie nicht in der Lage ist, die Empirie zu befragen. Es gibt ja keine Wahrheit. Aber Ökonomie ist sowas wie Medizin. Die Ökonomen wissen sehr wenig. Sie sollten aber das Wissen der verschiedenen Disziplinen, der Psychologie, der Soziologie, Politologie, mit Bedacht verwenden, um vorsichtige Ratschläge zu geben. Ich möchte keinen Arzt haben, der mir als Wissenschaftler begegnet. Danke. Ich möchte keinen Zahnarzt haben, der nach dem perfekten Gebiss sucht. Sondern ich möchte einen Pragmatiker haben, Zahnarzt ist ein bisschen vergleichbar, ihr kennt, der sozusagen sagt, nichts Perfektes gibt es nicht, du hast ein Loch da, machen wir da ein bisschen eine Reparatur, machen wir da ein bisschen eine Reparatur. Versteht ihr, was ich meine? Das war die Haltung der Politik und der Ökonomen in den 50er und 60er Jahren. Da hat man nicht gesucht nach Wachstumsmotoren oder nach allgemeinen Lösungen. Man hat gesagt, wo steht das Problem an? Schauen wir uns das an, von verschiedenen Zeiten, mit verschiedenen Interessen, sozial, was man. Na gut, probieren wir das so zu reparieren. Machen wir Krankenversicherung, Pensionsversicherung, machen wir das. Und siehe da, 20 Jahre lang haben wir voll beschäftigt gehabt und ein einigermaßen nettes Zusammenleben. Und das hält schon auf, ja. Weil das ist jetzt vielleicht so ein Anliegen, ja? Weil die herrschende Wirtschaftstheorie strebt nach Widerspruchsfreiheit, nach logischer Widerspruchsfreiheit. Das ist einfach verrückt, weil der Gegenstand der Theorie ist das Widersprüchlichste, was es gibt, der Mensch in seiner sozialen Interaktion. Und daher muss die Theorie die absurde Annahme machen, der Mensch ist nur ein Egoist, nur ein rationales Wesen etc. Weil ohne die Annahme können sie überhaupt keine Theorie basteln. Und die Annahme ist hirnlos. Ich bin auch der Meinung, dass der Mensch so komplex ist und daher die Wirtschaftswissenschaften immer ein Problem haben, wenn sie versuchen wollen, exakte Wissenschaften zu sein. Trotzdem behaupte ich jetzt, im Gegensatz dazu gibt es gewisse Dinge in der Wirtschaftstheorie, heißen sie Zahlenmechanik, und das ist von einem Wirtschaftstheoretiker so aufgestellt worden, und das lautet eben, danach kann man eben sagen, dass es unmöglich ist, wenn alle Überschüsse haben. Das ist wirklich Mathematik und das lässt sich sehr wohl ganz konkret sagen, und eine Wirtschaftspolitik und Ökonomen, die gegen die Mathematik verstoßen, sind falsch. Da kann man nicht sagen, die haben eine falsche Brille auf, sondern die sagen einen Unsinn. Und ich behaupte, der Glaube, dass die Sparpolitik uns wirtschaftlich nutzt, die man aus der privaten Erfahrung hat, als Hausfrau, als Familienvater, sage ich, ja, wenn ich Schulden gehabt habe, muss ich sparen. Diese Erfahrung stimmt eben nicht, wenn ich sie auf die Gesamtwirtschaft ausdehne. Da wird sie falsch, und es ist auch ganz einfach, wenn Sie sagen, sämtliche Wirtschaftsobjekte sollen sparen, dann haben Sie keine Wirtschaftsobjekte, die etwas verkaufen können. Daher sind das zwei grundsätzlich verschiedene Dinge, und die Katastrophe, die passiert ist, ist, dass die Mikroökonomie, das heißt das, was man zu Hause im Haushalt erlebt, übertragen wurde, plötzlich. Das ist eigentlich eine Entwicklung der 70er Jahre, davor war man so dumm nicht, plötzlich übertragen wurde auf die Volkswirtschaftslehre. Und das ist
die in meinen Augen große Katastrophe. Davor hat man das so nicht gemacht. Und es stimmt ja nicht einmal für die Hausfrau und die Familie. Denn im Prinzip könnte sich die Familie sagen, hoppla, ich habe Schulden, da muss ich vielleicht meinen Job wechseln und muss versuchen, mehr zu verdienen und mehr einzunehmen, um über meine Schulden hinwegzukommen, statt zu sagen, ich muss sparen. Dasselbe gilt für ein Unternehmen. Auch ein Unternehmen kann natürlich sagen, und davon haben wir das, ja, wir haben Schulden, da müssen wir sparen, aber ein vernünftigeres Unternehmen wird sagen, wir haben Schulden, da müssen wir bessere Produkte finden, da müssen wir unter Umständen Kredit aufnehmen, das heißt größere Schulden machen, um zu investieren und mit besseren Produkten mehr einzunehmen. Das heißt, dieser grundsätzliche Unterschied zwischen der schwäbischen Hausfrau, und ich behaupte, dass leider der Herr Schäuble eine schwäbische Hausfrau ist, und zwischen vernünftigen Nationalökonomen, der ist ein prinzipieller und hat nichts mit Brille zu tun. Gut. Das gerade gesagt, und das möchte ich aus Sicht der Praxis schon ein paar Dinge sagen. Erstens einmal, Herr Lenz, was Sie dargestellt haben, diese Geschichte, die sehr logisch klingt, mit Einkauf, mit Verkauf, mit der Stimulierung der Werte, ist ja im Prinzip nichts anderes als das Erkennen, dass konjunkturpolitische Maßnahmen in einer Wirtschaftskrise Sinn machen. Und ich habe ja vorher Keynes angesprochen, der sagt ja im Wesentlichen, wenn die Nachfrage nicht da ist, weil die Einbrüche habe, also die Firmen bringen das oder das immer nicht weiter, dann muss ich schauen, dass genügend Geld im Markt ist, damit man den Konsum nicht einbricht und infolge des Konsumeinbruchs nicht auch die Investitionen. Nur was Sie jetzt nicht dazu gesagt haben, das haben wir gemacht. Das ist, dass der Keynes sagt hat, und dann, wenn die Konjunktur wieder anzieht, dann müssen die Märkte wieder stabilisiert in Balance gebracht werden. Das heißt, ich muss irgendwann einmal auch beginnen, meine Schulden zurückzuzahlen. Das ist aber nicht angezogen. Das die Konjunktur hat angezogen. Jetzt im Wesentlichen haben wir eine problematische Situation gehabt, wo was der Schlagnationsphase wie Japan, das ist schon richtig, hat länger gedauert. Aber ich sehe es doch in den letzten beiden Jahren angesprochen. Wir haben auch ein gutes Jahr dazwischen gehabt, 2011, aber hat niemand daran gedacht, irgendetwas zurückzuzahlen. Wie auch immer, ist ja an sich der Regulator zwischen Gläubigern und Schuldnern der Zinsfaktor. Und was wir jetzt erleben, ist meines Erachtens das Problem, dass wir die Schulden nicht zurückzahlen. Aber jetzt schauen Sie mal auf die europäischen Länder. Wir hatten einen Überschuss im Budgetbereich. Das sind immer so viele. Ganz wenige. Hey, was schaut man die Amerikaner an, wenn man ein Vielfaches der Volkswirtschaft im Schuldenbereich, der ist die Frage stellen, wer irgendwer muss das ja mal dann entsprechend entweder abschreiben oder zurückzahlen. Ne? Sonst funktioniert ja das nicht. Und jetzt ist mein Eindruck schon folgender, was die Europäische Zentralbank macht mit diesen Anleihen. Dass er Geld im Markt ist, das eigentlich nicht mehr gebraucht wird. Das ist das Problem auch der Digitalisierung habe. Die Digitalisierung und der Wertschöpfung ist wesentlich besser, als das herkömmliche Methoden ermöglicht hat. Also eigentlich brauche ich auf der ganzen Welt weniger Geld, als wir in den Märkten haben. Und das stimmt ja offensichtlich. Ich habe neulich einen Wirtschaftsexperten gehört, der hat gemeint, wenn nicht irgendwas passiert wie die Vereinigung von Nordkorea oder Südkorea, ja, dann hat man eigentlich eine sehr große Geldmenge. Da wird das Problem sein, dass die Zinssituation längerfristig unten bleibt. Das wird dann nicht, was jetzt manche erhoffen, das wird kurzfristig vielleicht stattfinden, aber die meisten sagen eigentlich, dann die Zinsen ziemlich unten bleiben. Da fragen wir dann natürlich, was brauchen wir noch Banken? Die werden nur Blumenspitzen in den Filialen der OSCE-Leber, Elektronenbanking, weil das Prinzip nicht mehr funktioniert. Im Endeffekt, die kriege ich jetzt nicht für das, was ich spare, entsprechende Zinsen. Und auf der anderen Seite brauche ich Kredite, der Mechanismus ist immer da. Und tatsächlich ist so, wenn Sie heute Geld haben,
ja, da kenne ich mich, wenn sie beim Unternehmen beteiligen. Aber sie können bei der Bank 0,2, wenn sie es 3 Jahre liegen lassen oder irgendwas Prozent. Und im Endeffekt, was heißt das? Im Endeffekt heißt das, dass der Sparer über den Umweg von keinen Zins eigentlich die Zeche zahlt für die gesamte Problematik, die sie da entwickelt hat und was sich die Schaden alles sozusagen leisten. Nur kuscht bei uns halt der Sparer und uns die Aufregung relativ gering. Und wir werden wieder einen wunderbaren Matchspartag erleben, wo man es eigentlich auch noch mehr einsetzen. Aber das ist so eine Problematik, die ganz einfach da ist und die mit dem Faktor zusammenhängt und der heißt Zinsen. Es wird hier über Schulden und Sparen geredet und mir ist das ein bisschen zu undifferenziert, weil es kommt ja auch darauf an, und bitte korrigieren Sie mich, wofür man Schulden macht. Weil kein Unternehmer wird widersprechen und sagen, wenn Sie investieren wollen, dann nehme ich einen Kredit auf und ich baue zum Beispiel ein Firmengebäude oder kaufe Maschinen, mit denen ich produzieren kann. Wenn der Unternehmer oder die Unternehmerin für den Partner draußen Kleidung kauft, dann wird es wahrscheinlich keinen großen Erfolg haben. Und genauso ist es auch beim Staat, wenn ich investiere in Bildung, in Digitalisierung und so weiter, dann werde ich wahrscheinlich irgendwann mal etwas ernten, aber ich mir damit eine relativ teure Bürokratie leiste, werde ich keinen Erfolg haben. Also ich glaube, da müsste man doch etwas unterschiedlich, also differenziert im Schulden machen und dann zurückzahlen mit der Linie. Ganz kurz zu den Zinsen. Also der große Jammer, dass wir jetzt so schrecklich wenig Zinsen bekommen. Im Jahr 93 haben wir mehr Zinsen bekommen. Da haben wir auf der Bank 4% Zinsen bekommen. Gleichzeitig war aber die Inflation 6%. Das heißt, damals hat man ganz eindeutig und massiv auf der Bank durch Sparen verloren. Derzeit haben wir zwar 0% Zinsen, aber wir haben 2%. Eine ganz geringe Inflation. Das heißt, wir verlieren derzeit, wenn man Geld auf der Bank hat, weniger, als man damals verloren hat. Dieser Jammer ist ein unberechtigter Jammer. Das zweite ist, bitte? Die Inflation ist bei 2% jetzt. Die Inflation ist über 2%. In Österreich, in vielen anderen Ländern haben wir eine Deflation. Also in Österreich haben wir gerade die 2%, aber in allen diesen Ländern kriegen sie mit dem Geld auf der Bank nichts und haben gleichzeitig aber eine sehr geringe Inflation. Ich sage noch einmal, in den 90er Jahren haben sie mit Sparen mehr Geld verloren als jetzt. Das kann jeder nachschauen in den entsprechenden Zinstabellen. So, das zweite ist, noch einmal bei der Frage der Schulden, die auflaufen und die eine Katastrophe herbeiführen. Es ist ja eben von allen Ländern versucht worden zu sparen. Alle haben das versucht. Das hat auch Griechenland versucht, das hat Spanien versucht, das hat Portugal versucht. Am Ende dieses Sparens ist aber aus dem Grund, den ich vorher dargestellt habe, herausgekommen, dass die Schulden höher waren. Und zwar deswegen, weil die Arbeitslosigkeit gestiegen ist, mehr Arbeitslosengeld ausbezahlt werden musste und gleichzeitig das Wirtschaftswachstum nicht entsprechend gestiegen ist, sondern eingebremst wurde. Daher trotz des Sparens, ich behaupte wegen des Sparens, ist die Verschuldung überall, in allen Ländern, selbst in Schweden, ist sie gestiegen. Wenn man die Produkte zu den Konditionen nicht absetzen konnte. Das heißt, im Endeffekt haben die Griechen sich selber mehr bezahlt, als der Markt angenommen hat. Ja, aber auch in Schweden war das so, nicht nur in Griechenland. Es ist in allen Ländern mit Ausnahme mit Deutschlands, in allen, bitte schauen Sie es nach, dass Sie nicht sozusagen mir blind glauben, in allen Ländern ist die Sparquote, die sogenannte Sparquote, Verschuldungsquote gestiegen und nicht gefallen, obwohl alle Länder zu sparen versucht haben. Nur in Deutschland war es anders. Warum war es nur in Deutschland anders? Weil Deutschland im Gegensatz zu allen anderen Ländern auf Märkte außerhalb der EU
nämlich nach Russland, nach China, nach Brasilien und ähnliche Länder, mehr exportieren konnte. Das konnte nur Deutschland. Kein anderes Land konnte das. Daher ist mit der Sparpolitik innerhalb der EU überall die Verschuldung gestiegen und nicht gefallen. Gut, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt das Publikum mit einbeziehen. Ja, ja. Soweit, Herr Schulmeister, jetzt kommt es nur zu Wort. Aber ich muss mir auf die Zeit und auf die Regie schauen. Und ich würde Sie einladen, weil es sind doch sehr kontroversielle Diskussionsrunde gefallen. Darf Sie bitten, laut zu reden, weil wir haben nur das eine Mikro. Bitte, ich höre heraus, dass Wachstum etwas Gutes ist. Ja, wie interpretieren wir das jetzt? Sushi noch da. Wenn Sie jetzt die Exponentialkurve weiterverfolgen, dann kommen wir irgendwann in den Himmel. Wollen wir das? Gut, ich würde gerne die Lehre sprechen. Frau Melanie, bitte. Ja, ich möchte auch noch anfügen, weil für mich natürlich so Aspekte wie Ressourcen, Nachhaltigkeit, wie Haus- oder Umweltschutz, die gehen um die Themen, weil Konsum anfordern um jeden Preis. Für den Herren, was produziert ist, was vielleicht kein Herr wirklich braucht, ist vielleicht anfügen. Okay, bitte dann noch ein dritte Wort, Melanie, dazu. Ich finde, ein Grundproblem, was wir uns in Europa geschaffen haben, ist, dass wir keine Währung über verschiedene Wirtschaftsräume. Eine Währung über verschiedene Wirtschaftsräume gestellt haben. Das heißt, für manche Länder ist diese Währung überbewertet und für manche Länder, zum Beispiel, Sie haben es als Deutschland angesprochen, für manche Länder ist diese Währung überbewertet. Warum ist Deutschland Exportweltmeister aufgrund der unterbewerteten Währung? Und warum haben Länder, zum Beispiel die Griechenland oder Spanien, Portugal Probleme mit dem Euro, weil es ein Knebelwährung ist? Früher haben die Länder die Möglichkeit gehabt, dass sie sich durch die verschiedenen Währungen, durch die Inflation, man möge Italien oder Griechenland in Betracht sehen. Also die haben da Möglichkeit gehabt zu reagieren, das ist heute nicht mehr möglich. Und das Problem, was ich sehe, ist das, dass die EU durch dieses politische Wesen folgt, zu einer Transferunion wird. Das heißt, das ist genauso wie bei einem Staat. Ein Staat funktioniert über Transferzahlungen. Das ist mal in den Augen, man möge die Gebietskrankenkasse bewegen, wo ist eine russische Gebietskrankenkasse, eine Gebietskrankenkasse funktioniert über Transferzahlungen. Und in einem EU-Staatsverband ist es genau dasselbe. Die Frage ist, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Okay, also, Währung, Wachstum, brauchen wir weiter Wachstum und Schutz mit der Nachhaltigkeit aus. Wer will zuerst? Ich so die von den drei Fragen, dass ich es nur ganz kurz anschneiden kann. Meine persönliche Meinung ist, dass Wachstum langfristig nicht die Lösung ist. Allerdings glaube ich kaum, dass Europa von der enormen sozialen Misere ohne so im Glück 20, 25 Jahre stabil und kräftigen Wirtschaftswachstum rauskommen kann. Warum? Es ist ja nicht nur die Arbeitslosigkeit, sondern in mancher Hinsicht ist die prekäre Beschäftigung das noch viel größere Problem. Ein Drittel der Beschäftigten der Europäischen Union sind atypisch beschäftigt, das sind 100 Millionen Menschen. Und wenn Sie sich fragen, warum die Rechtspopulisten Zulauf haben, dann hat das mit diesem Phänomen zu tun, weil junge Menschen immer weniger in Europa flüchten werden können. Weder am Wohnungsmarkt noch am Arbeitsmarkt. In Italien leben schon fast 40% der bis 35-Jährigen bei der Mama. Das ist eine Katastrophe. Aber sozusagen, wie könnte man das Problem lösen? Das ist das, was die Kollegin angefangen hat mit dem Konsum. Ja, wenn ich die soziale Ungleichheit mildern möchte, aber nicht wachsen,
unbestimmt ganz neue und zwar wirklich radikale Formen der Arbeitszeitmodelle entwickeln, mit der Vision, im Durchschnitt arbeitet jeder Durchschnitt. Ja, was kommt 30 Stunden in der Woche. Übrigens eine Vision, die der Kent von 1931 ganz nett beschrieben hat. Das ist aber in einer Situation der politischen Spannungen eben nicht möglich. Das Problem ist, grundlegende Reformen der Gesellschaft gehen dann, wenn die Menschen wenig Angst haben. Heute haben sie viel Angst. Wenn Menschen viel Angst haben, heute jeder den Fest oder hat. Wer Überstunden regelmäßig macht, möchte auf keinen Fall Überstunden aufgeben, wer noch auf ein neues oder so, dem man was sozusagen mitgeben möchte. Daher sozusagen in meinem Modell müssen wir erst einmal eine quasi Auflockerungsübung machen durch ein ökologisch orientiertes Wachstum, dass das möglich wäre. Führe ich jetzt nicht näher aus. Und es ist eines der größten Vorurteile zu glauben, der Euro sei an der Krise Europas schuld. Das ist eine katastrophale Fehldiagnose, wenn man sie konkret anschaut. Griechenland in den Phasen, in denen Griechenland jetzt seine Währung abwerten konnte, das war zum Beispiel zwischen 1971 und 2000, hat es sich viel schlechter entwickelt als in den Phasen davor, feste Wechselkurse, aber auch zwischen 2000 und 2008. Was 2008 passiert ist, hat mit der grotesken Situation zu tun, dass ein Land, Deutschland, unbedingt wollte, immer mehr nach Griechenland exportieren. Ich habe es eh schon gesagt, Fregatten, was nur geht. Waffen. Und wie die sich dann verschuldet haben, haben die Deutschen gesagt, und jetzt soll's. Ja, das ist hirnrissig, ich meine, da kann man nichts machen. Da kann kein Land der Welt, hätte das überstehen können. Und alles andere ist dann die Folge von Sparpolitik, Vertrag oder Lohnkürzungen, ähnlichen Dingen. Es ist empörend, mich empört es sehr, weil Griechenland ist von allen Ländern, hat es das höchste Wirtschaftswachstum gehabt, über 50 Jahre. Ja? Also zu sagen, wir haben ein Strukturproblem, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ein Strukturproblem bedeutet, dass diese Wirtschaft krankt im Grunde fundamental. Ich sage Ihnen was, zwischen 1995 und, ich habe das jetzt alles ganz genau recherchiert, zwischen 1995 und 2008, das ist ein langer Zeitraum, von 13 Jahren, hat die Griechenland ein wesentlich höheres Exportwachstum als Deutschland. Ja, das wollen halt die deutschen Ökonomen nicht machen, als Deutschland. Ja, natürlich, der Tourismus, aber das ist Arbeitszeit. Man hat diese Wirtschaft ruiniert, und zwar mit einer Brutalität, ich werde das nachweisen, das kann man nachweisen, mittlerweile aber heute. Ja, es ist einfach unfassbar, was dort passiert ist. Und das ist eben, die Blindheit entsteht, und da möchte ich Herrn Mitterländer sagen, die sind verwechseln jetzt Lingers und mich ein bisschen. Ich habe nicht die Politik kritisiert, ich bin so froh, dass wie die Politik sich verhalten hat, ich habe kritisiert die Wirtschaftswissenschaftler. Und natürlich jene Politiker, besonders auf europäischer Ebene, die sich an diesen Anweisungen der Theoretiker halten. Es ist die zugrunde liegende Theorie sozusagen im Fundament falsch. Ja. Das kann man nichts machen. Ich kann dem nur zustimmen. Die Theorie ist im Fundament falsch. Ich möchte jetzt gar in der Theorie-Diskussion entfachen, was jetzt für Ansätze die bessere logische Untermauerung hin oder nicht, sondern ganz kurz auf die Fragen eingehen und ein paar Dinge noch stellen. Erstens mal Wachstum, Selbstzweck oder nicht. Ich würde sagen, solange wir die Systeme, Gesundheitssystem, Pensionssystem, Arbeitsmarktsystem, alle an das Wachstum geknüpft haben, werde ich ein bestimmtes Wachstum und kontradortige Erwartungshaltung, aber auch Kostenentwicklung brauchen. Ganz logisch aus dem ganz einfachen Grund, wenn es nicht stattfindet, habe ich heute keine Pensionserhöhung, habe ich andere Finanzierungsprobleme in den Spitälern, weil man das und das nicht mehr finanzieren kann. Ja, ich brauche Wachstum, aber die Frage ist, kann ich eigentlich qualitatives Wachstum haben, nicht als Selbstzweck? Und da gehe ich in Richtung der Dame, die sagt, ich glaube, ja, ich muss ressourcenschonend agieren, weil es meines Erachtens, wenn ich von Steuerreform rede, nicht wieder eine Lohn- und Einkommensteuerreform der richtige Ansatz, sondern ich brauche eine ökologische, aber international abgestimmte Steuerreform, das einfach, wenn es wir alleine machen, wir Österreich alleine, dann bleiben wir über, dann gehen
uns den Konkurrenzvorteil verloren. Wenn die Deutschen andere im Bereich der EU in der Weise mitziehen, dann sehe ich größere Vorteile. Im Endeffekt, wir gehen aber in den Weg schon der Ressourcen schon in Vorgangsweise. Digitalisierung ist beispielsweise durchaus in dem Bereich ein Faktor, aber auch was jetzt mit E-Mobility und anderen Dingen entwickeln, finde ich, koppelt wir da und dort ja von reinen Wachstumsmengen ab. Was die Währungsunion anbelangt, das, was Herr Schulmeister gesagt hat, das ist meines Erachtens absolut nicht die Ursache, dass wir die Probleme haben. Die Probleme bei der Einführung der Währungsunion sind meines Erachtens deswegen entstanden, weil der Kohler damals und einige, die das konzipiert haben, gesehen haben, dass die Südstaaten wesentlich schwächer sind und die Wirtschaftsstrukturen dort anders sind. Da hat der ja auch entsprechende Programme gestaltet, die im Bereich der EU dazu hätten führen sollen, dass man mit Zahlungen, mit Infrastrukturmaßnahmen dort aufholt. Nur im Endeffekt, es ist nicht geschehen. Und wenn ich den einen, ja, Gebietskrankenkassen sind nicht ein Transfersystem, sondern Gebietskrankenkassen sind ein Versicherungssystem. Im Prinzip muss ich mit dem, was ich dort einzahle, auch auf der anderen Seite rauskommen. Das Problem ist, dass man da irgendwelche Fehler manchmal gemacht hat. Mittlerweile hat man das Management besser gekriegt. Ich finde auch, dass man die Leistungen vereinheitlicht hat dort jetzt, oder daran ist, bin ich ein richtiger Faktor, warum ist der Arbeitnehmer in Niederösterreich anders als den Vorhaben. Super weg. Aber der Punkt jetzt, was die gesamte Entwicklung dort der Währungsunion und anderes anbelangt, finde ich in dem Zusammenhang, das ist nicht der Hauptursache von Schulmeister als Anspruch, bei Griechenland, ich habe leider jetzt die Unterlagen nicht, da teile ich nicht die Meinung. Und zwar deswegen, weil, meines Erachtens, ein bisschen anders, Griechenland hat viel zu hohen Beamtenanteil gehabt hat, da war, das war eine Delegation, wo man ist, da war die Ursache der Krise. Da war wirklich ein Vermarkten gleich mitgehabt, die Schaffstelle, ja, die haben wir nicht, das ist mein Kapitän, das ist in Österreich, müssen wir das sofort zurücktreten. Das ist der eine Faktor, und der zweite Faktor ist, dass der Staat viel zu viel Zeug hat für Pensionen und auch Arbeitsmarkt und was immer gewesen, was nicht erwirtschaftet worden ist und durch die Systeme gelegt war. Und ich habe jetzt die Wirtschaftswachstumszahlen in den Kopf, aber ich habe gesehen, wenn ich auf der anderen Seite jetzt die Felder anschaue, wo kann ich denn exportieren, dann waren die nicht einmal im Bereich der Landwirtschaft oder im Bereich Tourismuskonferenz. Tourismus, ja. Nein, im Tourismus nur teilweise, und das war die Schwierigkeit. Herr Schulmeister, ich kann mich erinnern, wie der griechische Wirtschaftsminister mir eingeladen hat, sie wollen eigentlich europäische Standards bei der Österreich-Währung auch in Griechenland übernehmen, bei der Währungsausbildung übernehmen, haben wir unsere Experten runtergeschickt. Wir sind dann alle in Anfang und gesagt, das ist sehr interessant war, so die haben das dann abgebrochen. Der ist aber relativ schnell dann am Minister gewesen und so ist das dann hingegangen. Daher im Endeffekt, die müssen einmal eine Bodensatzbildung machen, was den Markt anbelangt, haben den Weg jetzt auch vorgeschrieben bekommen. Wie fängt denn ein Erfolg? Das war nicht das Problem, dass die auf einmal jetzt richtige Learning gehabt haben. So, wir haben zwei Wortmeldungen, bitte sehen Sie. Ich möchte Folgendes dazu sagen, wenn wir so unterschiedliche Länder haben, wir in Europa so unterschiedlicher Wirtschaftskraft, und wir vereinheitlichen die Währung, ich finde es auch sehr toll, aber wir haben einen Steuerungsmechanismus verloren, weil die Deutschland, die Marschwerte sind jetzt heute und wesentliches teurer, hätte immer wieder aufgewertet und ihre Produkte werden immer teurer geworden und sie hätten wenig verkaufen können. Und genauso Griechenland, wenn sie die Wirtschaftskraft nicht hat, dann hätte sie halt abgewertet auch. Aber ich habe einen Steuerungsmechanismus mit der Währung schon verloren. Ich müsste was anderes tun. Und wie der Weil gesagt hat, nein, Transferzahlen kommen nicht in Frage. Das verstehe ich nicht. Sie nehmen ja auch auf Kosten auf. Ja, wenn sie so einen Überschuss produziert, dann nehmen sie auf Kosten auch. Und irgendwann muss er das auch mal zahlen. Sie haben ja Transferzahlungen gemacht, kriegen ja eh Geld. Ja, aber das steht aber nicht in Relation zu dem, was sie eigentlich eingenommen haben. 200 Milliarden Überschüsse. Wir haben dort einen Herrn. Ja, ich möchte zum Dr. Schulmeister Folgendes sagen. Also mit der Empirie habe ich eine Schwierigkeit. Muss man schon berücksichtigen, diesen Ursachen- Wirkungszusammenhang und was ist eingetreten und wann ist die Wirkung gekommen. Vor allem, wenn ich dieses Jahr dann mal so, egal, dann spielt da eine Statistik mit hinein und da wird man sehr viel
darstellen können, wie allgemein bekannt ist. Aber ganz bei Ihnen bin ich, mit Sporen, nur Sporen geht das nicht. Nur das Problem ist, dass unsere Politiker, ja, das wird besser, zwischen Ausgaben, Verteilung und sinnvoller Investition, und da haben wir schon darauf hingewiesen, sie können eigentlich so die Spekulation nicht wegbringen, können sie auch nicht wirklich sparen, wenn sie im Haushalt sparen, dann liegt es auf der Bank, sie haben dort ein Kredit vergeben, sie haben quasi investiert. Und in Österreich ist es leider so, dass sich die Politik halt eine Verwaltung leistet, oder man kann auch sagen, die Wähler leisten sich eine Verwaltung, die ja, überbordend ist und leistungshemmend ist. Und da ist es ganz wesentlich, dass man mal wirklich dann hinterlegen möchte, fragen, wie lange wird über eine Verwaltungsreform diskutiert, ob es einen Politiker gibt, der sagt, nein, das ist ein Blödsinn, das macht man nicht, weil plötzlich hat er mal eine Zirkanzierzeit. Jeder, den wir fragen, ist dafür. Und ich glaube, über das wird schon 20 Jahre diskutiert. Aber die Antwort wird eh sein, da müssen wir ja irgendwann was mitnehmen und das nehmen wir nicht mehr. Okay, gut. Dankeschön, der Herr Glötzlein, sondern vielleicht können Sie ihn 100 Mal bellen lassen, haben wir schon. Ich habe schlicht und einfach eine Frage. Ja. Und zwar wirklich die Frage der Staatsschuldenquote thematisiert. Es gibt Länder mit einer hohen Staatsschuldenquote, die skandinavischen Länder. Und es gibt Länder mit einer niedrigen Staatsschuldenquote, so wie die Schweiz oder Bulgarien. Staatsquote, nicht Staatsschulden. Staatsquote oder Staatsquote? Staatsquote. Okay. Mit einer niedrigen Staatsquote, so wie Schweiz und Rumänien oder Bulgarien. Welcher Zusammenhang steht zwischen der Prosperität oder dem Wohlstand in einem Land und der Staatsquote? Herr Lingens. Es hat eine Untersuchung der Wirtschaftsuniversität St. Gallen zu diesem Thema gegeben und herausgekommen ist, es gibt keinen Zusammenhang. Sagen Sie ja auch ganz klar, wenn Sie Bulgarien mit niedriger Staatsquote haben und daneben Schweden mit einer hohen, dann sehen Sie daraus, dass es keinen Zusammenhang geben kann mit dem Wohlstand. Ja, ganz kurz nur, also der Euro bedeutet ja eine Summe weniger. Das stimmt. Eine Regelungsdomäne. Eine Summe zu steigern. Aber das ist den Euro tagsüber schon. Zwischen die Parität ist nur. Zwischen 1950 und 1971 haben alle Länder Südeuropas ihre Währungen nicht abgewertet und haben stetig aufgehoben. Jetzt vorher bei Schweden gesagt, und wenn man weiter zurückblickt in die Wirtschaftsgeschichte, sehen wir Phasen, gute Entwicklung, weil immer Phasen festgewechselt Weil der scheinbare Vorteil, dass ein Land abwerten kann in einer Krisensituation, wird überkompensiert durch die Nachteile, die werden manipuliert. Das heißt, dass sozusagen die Schwankungen der Währungen viel größer sind, als eigentlich notwendig wäre, um diese Steuerungsfunktion zu erfüllen. Und das zeigt sich gerade bei Griechenland, ich habe es ja versucht zu erwähnen, dass in der Zeit, in der Griechenland die Drachme abwerten konnte, übrigens nach Italien, haben wir überhaupt keinen Vorteil. Außer höhere Inflation. Es gab dann diese Spirale, die haben die Währung abgewertet, die Preise sind gestiegen, die Importgüter da wurden und die Löhne sind dann, haben dann nachgezogen und was die Empirie betrifft, da haben Sie völlig recht. Aus der Empirie erklärt sich nie was. Also Sie können noch so viele Daten betrachten, das ergibt keine Theorie. Aber Sie können erstens durch Empirie Theorien widerlegen. Also Sie können
zu solchen Datenkonstellationen kommen, die eine bestimmte Interpretation ausschließen. Mein Ansatz ist die Interpretation. Strukturprobleme sind an der Griechenlandskrise schuld durch die Empirie ausschließbar, weil Strukturprobleme bedeutet, dass das Land längerfristig ein Problem haben muss. Wenn ein Problem plötzlich innerhalb eines Jahres auftritt, dann kann das kein Strukturproblem sein. Denn er hat ja völlig recht damit, der Lehner, die haben viel zu viel Beamte. Das ist ein korruptes Regime. Ein Wahlkampf ist nicht so offensichtlich, das ist das böse seit 50 Jahren. Ein Wahlkampf ist so gewesen, dass die Parteien Häusern aufgestellt haben, als extra zu kleinen Kioske, und dass dann die Klienten kommen zu mir, Neffe, der mich sollte bitte an Lehrerstelle kriegen. Und das ist so gewesen. Das ist ein Skandal, grauenvoll. Nur hat es leider mit der Krise 2008 nichts zu tun. Eine Scheinkorrelation. Man hat gesehen, die haben zu viele Beamte, was stimmt, die haben Probleme, daher muss das eine die Ursache des anderen sein. Das ist einfach Unsinn, ja. Ein Land, das Griechenland so ruiniert hat, ist, dass die Griechen den binnenwirtschaftlichen Kreislauf quasi gedrosselt bekamen. Das heißt, der Grieche, dem jetzt die Löhne gekürzt wurden, hat nicht mehr genug Geld, um ins Kaffinieren zu gehen und sie sind Schwarzen zu kaufen. Da haben wir der Kaffinierung, wir sind zu wenig Einnahmen. Und es geht das, was der Linie jetzt ja schon erzählt hat. Ja? Diese systemische Abwärtsspirale, wenn die Leute alle ausgeben, als ersparen, dann nehmen dann andere nichts mehr ein. Und jetzt bin ich schon fertig. Gut. Ja, bitte. Ja, ich wollte zu dieser Frage, die der Herr gestellt hat mit der Bürokratie, sagen, also, ja, das wird wahrscheinlich ein immerwährendes Thema sein, ganz einfach, weil das Thema nie jetzt auf einen Schlag gelöst werden kann. Man hört es zwar bei jeder Diskussion, wann wird eigentlich jetzt die Bürokratie geschaut? Ja, wir fangen schon an und brauchen das. Tatsache ist, in dem Augenblick, wir haben relativ viel dort bewegt, also Beauftragte abgeschafft, statistische Pflichten vermindert. Wenn Sie das jemandem erzählen, dann wird immer weiter Mitarbeiter im Schutzkampf, weil sie sitzen folgendes in Kraft. Das ist die zivilatische Theorie von damaligen Kammerhandsdirektor. Der hat ganz einfach erklärt, warum das niemand würdigt, wenn da jemand 10 Watschen antrat. Und dann kommt dann ein Freund und verhandelt für dich und wenn von den 10 7 weg und du wirst nur 3, bewertest du deinen Schmerz der 3 wesentlich schärfer und härter als die 7, die wegfallen sind. Und das ist die Erklärung auch im Bereich der Bürokratie. Im Endeffekt ist ja immer ein Faktor Bürokratie da rein, der halt einfach da ist. In dem Sinne wird es leider, muss ich sagen, von der EU unterstützt. Weil wir zwei total unterschiedliche Ansätze haben. Wir haben den gesamten gewerblichen Bereich geregelt, was darf er tun und was muss er tun, also sozusagen von der Produkterzeugung her. Ein Genehmigungsansatz der Unternehmen sozusagen hat. Die EU hat einen anderen Denkansatz und geht vom Konsumenten aus. Und sagt, das ist eigentlich wurscht, Unternehmen muss nur bestimmte Dinge gewährleisten. Das haben wir dann beispielsweise bei Versicherungsunternehmen, da gibt es eine Richtlinie, die heißt Solvency 2. Ja, wenn Sie das alles nochmal lesen, was der Versicherung alles tun muss, dann behindert es in guten Zeiten, weil es eine wahnsinnige Reglementierung ist. Und wenn eine schlechte Zeit ist und ein Problem ist oder jemand falsche Informationen gibt, dann funktioniert es nicht mehr. Oder alle Geldverordnung ist beispielsweise ein typischer Fall, wie setzen wir um und wie wir nennen. Wenn Sie noch in Italien gefahren sind, dann haben die Allergenverordnung. Sie wissen, was Allergenverordnung ist. Das ist das, was Sie in der Speisekarte schauen. Man sagt besonders viele Buchstaben des Bestellers, weil das meistens sehr gut. Und wenn Sie wirklich Allergiker sind, wissen Sie sowieso, was Sie nicht essen dürfen. Aber die Italiener haben einfach mitgestellt, wenn Sie Fragen haben zu dem Thema, fragen Sie unseren Küchenchef. Mittlerweile ist das in Österreich auch schon etabliert, da hätte man von Anfang an machen können. Wir haben es nicht gemacht. Und das sind ein paar Beispiele, wo man denkt, ja, im Endeffekt, wir brauchen ein bisschen sogar mehr italienische Fantasie, wobei man den Italiener auf der anderen Seite schon konstatieren muss, wenn uns das in einem Dienst als Umsetzer registriert lassen. Bei uns ein wahnsinniges Geld und pauschal Vorbehalt gegenüber den Unternehmen sind wir den Staat betrügen. Wenn Sie in Italien am Stand sitzen und haben einen Kaffee bestellt, dann brennen Sie in der Köln und mit dem Zettel nach. Mit der Bombe, weil wenn er das nicht tut, dann ist entsprechend straffällig. Bei uns war das ein Wahnsinn, ich habe fast wie mein Schwagerskirch, weil der es wird. Drei Boxerhunde hinein, die das wird, hast du mal eine Antwort, so plätschern. Wenn es zufällig der Finanzminister kommt, dann hat alle drei weg. Aber bei der Wirtschaft lassen Sie es zumindest noch einen anwesend. Mit
mittlerweile kommt da schon drauf, wenn ich mit einem System entsprechend umgehe, dann kann ich mir da auch die Daten für meinen betriebswirtschaftlichen Bereich rausnehmen, denn das Verhalten, wie es vorher war, ja, Augen zu und irgendwo werden wir schon irgendwas haben, was überbleibt, war auch nicht ganz das Beste. Also daher mein Eindruck, ja, es werden sich noch viele Elemente so Bürokratie und ähnlich abbauen. Was natürlich auch schon sind, die verschiedenen Ebenen. Wir haben das Problem der Vollziehung, Landesebene, Bundesebene und da können wir ein wirklich wunderbares Beispiel erzählen, wahrscheinlich wird sich da passiert, vielleicht unterhalten. Schauen wir uns an, was da in dem nächsten Bereich, also in der nächsten Bundesregierung tatsächlich realisiert wird. Ich kann es jetzt hören, wenn ich als Konsument und Kommentator beurteilen, ist eine leichtere Rolle, als wenn es Verantwortung sein. Und ich würde, wenn Sie noch was sagen, Herr Lingens, würde ich versuchen, das noch einzubauen, aber ich hätte ein unkeuschtes Anliegen. Ich würde gerne wissen, wie Sie Europas Wirtschaft in 10 Jahren sehen, also eine kleine Prognose abzugeben. Ich weiß, das ist schwierig, aber vielleicht können Sie sagen, unter welchen Voraussetzungen Sie Europa wie sehen. Also das kann ich nicht. Man hat einmal den Wirtschaftswissenschaftler Professor Streißler gefragt, wie er Prognosen abgibt, und er hat gesagt, ich bin ein hervorragender Prognostiker, 50% meiner Prognosen sind richtig. Und über 5 Jahre hinaus gibt er grundsätzlich keine. Ich möchte ein bisschen zur Frage der Bürokratie gehen, und mir liegt die ganze Zeit über daran zu sagen, Österreich ist viel besser, als es dargestellt wird und als es insbesondere im Moment dargestellt wird. Und dann möge man Ziffern nachschauen, so wie eben unsere Wachstumsziffer sehr gut ist, so wie unsere Industrieziffer. Wir haben eine größere Industrialisierungszunahme als Deutschland im Moment, also Zunahme der Industrieproduktion, so wie wir uns in unseren Ziffern bei dem Bruttosozialprodukt pro Kopf, das ist die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft gegenüber dem Durchschnitt von Europa, verbessert haben. Wir sind näher herangerückt an die Holländer, die knapp vor uns sind. Deutschland ist knapp hinter uns. Das ist eine hervorragende Ziffer. Und das war der Erfolg der letzten Jahre, die angeblich katastrophal waren. Jetzt noch eine Ziffer zur Bürokratie. Es gibt in der OECD eine Statistik darüber, wie viele Personen vom Staat bezahlt werden im Verhältnis zur Bevölkerung. Und innerhalb dieser Statistik zählen wir wiederum zu den Ländern mit der geringsten Zahl der vom Staat bezahlten Personen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung. Andere Länder, zum Beispiel die USA, haben ungleich mehr sogenannte vom Staat bezahlte, wenn man da die Beamten mit dazu zählt, als wir. Das heißt, auch da sind wir in Wirklichkeit viel besser, als wir dargestellt werden. Ja. Natürlich kann ich nicht sagen, wie Europa in 10 Jahren aussieht, aber was man schon, glaube ich, mit alles Vorsicht machen kann, ist der Versuch, wie bei der Navigation, wenn man mit dem Segelboot unterwegs ist, Standardbestimmung und so grob, also wie soll ich sagen, das Spektrum der möglichen Richtungen und ja, wird schon seit fast 40 Jahren an so einem Modell langfristige Zyklen, die eben eigentlich eine einfache Grundursache haben. Prosperitätsphasen sind angegeben, was das unternehmerische Gewinnstreben gefördert und systematisch auf die Turbinen der Realwirtschaft gelenkt wird, das ist nämlich im Realkapitalismus, 50er, 60er Jahre oder Belle Epoque,
Absatz 1914 und finanzkapitalistische Phasen sind Phasen, wo dieses Prinzip, lassen wir unser Geld arbeiten, sich immer mehr durchsetzt und immer mehr Bereiche der Gesellschaft durchzieht. Nach dem Modell sind wir vor 10 Jahren in die Talsohle des Zusammenzyklus eingetreten. Die letzte Talsohle hat so wirklich 20 Jahre gedauert, die vorletzte hat etwa 25 Jahre gedauert, zwischen Börsengang 1870 und 1985. Also das, und ich muss sagen, mit dem Modell, ich arbeite seit 25 Jahren und ich habe wirklich viele Sachen richtig verändert gesehen. Das sage ich nicht aus Eitelkeit. Sie können sich in der Zeit nachlesen, einen Artikel aus 1996, 10 Gedanken zum Abkommen, wo ich beschrieben habe, wie man Hartz IV machen wird, obwohl ich noch 10 Jahre davor war. Weil ich einfach die Neoliberalitätsordnung ernst genommen habe. Ich bin sehr viel mit meinen Reihen beschäftigt und ich wusste, was wir im Programm haben. Und aus dieser Sicht heraus bin ich für die nächsten Jahre sehr pessimistisch, weil wir jetzt in jede Phase eintreten. Also die Krise produziert immer mehr Dekassierte, immer mehr Menschen haben Angst. Bis vor kurzem haben die Traditionsparteien der Mitte gegen Rechtspopulisten eine Abwehrlinie gezogen. Jetzt übernehmen die Traditionsparteien der Mitte das Ausspielen der Menschen gegeneinander. Das hat der Herr Seehofer da schon ganz klar angekündigt. Das heißt, man übernimmt die rechtspopulistischen Slogans, man kleidet sie in andere Worte und man spielt die Geringverdiener gegen die Mindestsicherungsverdiener aus, die Nichtwiener gegen die Wiener und so weiter. Ich könnte noch sehr viele Beispiele nennen für die Politik der miesen Gefühle. Und das hat bisher in der Geschichte nicht sehr weit geführt. Ja, und das kann in Österreich unglaublich viel zerstören. Das, denn ich spüre, dass zum Beispiel Gefühle der 30er Jahre, die kommen hoch, da gibt es Leute, die wieder den alten Hass auf die Roten. Und Schwarze, die den Hass auf die Roten haben, das kommt. Das wird hochgekocht. Aber das da mache ich niemand Einzelnen verantwortlich, sondern das ist etwas, das wir in ganz Europa beobachten. Und wenn die politische Mitte weiter das übernimmt, mit dem Ziel, einen Wahlerfolg zu erzielen, dann wird man sich später zur Verantwortung ziehen müssen. Dankeschön. Nämlich die Frage, die Abschlussfrage, wo stehen wir in Frankfurt, wo stehen wir in 10 Jahren? Ich weiß es auch nicht, aber ich weiß eines und stelle Ihnen das sofort. Nämlich ich weiß die Aufgabe. Und die Frage von mir ist, wann Sie schon mal in Chengdu? Wer von Ihnen war schon mal in Chengdu? Beeindruckend. Der Dominik Ding ist dort in der ersten Runde, jetzt gerade letzte Woche ausgeschieden. Ich war vor 3 Wochen mit dem Heinz Fischer dort. Und wir haben natürlich noch Wanda. Ja, dort ist die Zeltschale, ist genau die Wanderregelung, wo die ist. Und dort haben wir in der Stadt das Stadtmuseum präsentiert wird. Und da muss man vorher dazu sagen, diese Stadt mit 25 Millionen Einwohnern, die hat das Skyline, du glaubst es so ein bisschen in New York. Und eine Dynamik, weil das Wirtschaftsmuseum, das wir dort angeschaut haben, das Wanderungsmuseum war kein Museum. Das war eigentlich ein Zukunftsplanungsbüro, wo sie im Ausmaß 40 mal 30 Meter die Stadt abgebildet haben und alle Infrastrukturvorhaben da drinnen enthalten waren. Und dann haben uns immer eine entsprechende Filmpräsentation gegeben, wo ich mir gedacht habe, mein Gott, wenn das so ist, wie die anziehen. Und dass die alles an Wirtschafts- und Technologieparks mit modernsten Technologien vorhaben und geplant haben, brauchen wir gar nicht mehr handeln. Also, weil wir hinten sind, weil wir die Dynamik gar nicht haben, die bauen jetzt einen super Schnellzug schon selber machen, fahren dort jetzt 1000 Kilometer in Europa, geht halt dann Siemens mit den Franzosen zusammen, um auch dem begegnen zu können. Die machen schon ein. Also im Endeffekt ist die Aufgabe, wenn Konkurrenz da ist, muss man selber wieder mehr tun, sie wieder einfallen aus der Leitung bis höher und deswegen haben sie in den nächsten Jahren melden. Und wir haben nicht nur die Amerikaner, wir haben auch
die Asien und was ist noch, die Afrikaner mal draufkommen und die Russen, dass sie auch noch Potenzial haben. Also es gibt viel zu tun und das ist, glaube ich, der Stachel, der bei uns eigentlich bei jedem Unternehmen drin steckt und deswegen werden wir auch Erfolg haben, denn hätten wir nicht den Druck, würden wir eben nur zuschauen und vielleicht lernen. Anregenden Beiträge, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Diskussionsbeiträge. Ich denke, es waren einige Anregungen dabei, weiter zu diskutieren, auch in kleineren Kreis, wie auch immer. Ich darf mich nochmal bedanken und darf Ihnen einen schönen Abend wünschen. Kommen Sie gut nach Hause.